Hallo liebe Leute, hier ist wieder Timo von Timos Modding Chamber. Ich möchte euch heute das Montagevideo zur Cooler Master Zydon 120V zeigen. Ich möchte das Ganze auf einem Sockel, einem 3 Plus Sockel montieren. Habe hier auch eine CPU, ein AMD FX 4170, ein 4-Core Prozessor. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Im Vorfeld habe ich die alte Befestigung für den Kühler schon mal losgeschraubt und ja, damit das ein wenig schneller geht für euch. So, dann fange ich einfach mal an. Diesen nehmen wir schon mal ab, den Rahmen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Dafür gibt es einen schicken neuen Rahmen. Die alte Backplate, auch die braucht man nicht mehr. Man könnte die zwar, glaube ich, weiterverwenden. Ich denke, das dürfte kein Problem sein. Oder? Ja, müsste fast gehen, wenn man Schrauben da reinschrauben kann. Könnte man sie vielleicht wiederverwenden, aber das probieren wir jetzt nicht aus. Wir haben nämlich hier diese schicke Backplate dabei. Einmal für Intel diese Seite und einmal AMD diese Seite. Das Ganze soll dann so montiert werden, dass die AMD-Seite bzw. der Schriftzug AMD auf der Rückseite so rum aufliegt. Hier hätten wir das AMD-Zeichen bzw. die Schrift. Und ja, vorher muss man die Schrauben durch die Löcher stecken und mit Clips befestigen. Das Ganze zeige ich euch jetzt. Das sind die schönen Schrauben hier. Diese stecken wir hier schön in die Löcher. Ich mache das mal erst bei zwei. Dann haben wir diese schwarzen Plastikclips. Ich weiß nicht, ob ihr die so sehen könnt. Auf jeden Fall, ich zeige euch das Ganze. Wir stecken diese Plastikclips hier so über die Schraube. Wenn es dann klappt. Ja, der möchte gerade nicht so wirklich. So, klick hat es gemacht. Ups, das war die andere Schraube, die ich schon mit durchgesteckt habe. Dieser sitzt also schon mal. Da haben wir wieder die andere Schraube, die gerade verloren gegangen ist, habe ich wieder gefunden. So, stecken wir hier den nächsten Clip auf. Ist ein wenig fummelig, könnte man sagen. Aber das sollte man eigentlich hinbekommen. Oben scheint es falsch rum zu sein. Ganz genau so ist es. Klack. So, da haben wir den nächsten drauf. Und dieser sitzt noch nicht richtig, weil die Schraube hat eine Nut quasi. Nut und federmäßig. Das muss also schon passen, damit der Clip dann später auch so schön drauf greift. Das Ganze machen wir mit der dritten und mit der vierten Schraube auch. Stecken die schön durch die Löcher. Suchen hier Nut und Feder sozusagen nochmal. Also die Schraube hat wie eine Kerbe und dann flutscht das da so rein. Wenn es dann flutscht. So, nochmal. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ansonsten, ich versuche es euch nochmal zu zeigen. Ein bisschen näher vielleicht, wenn ihr das so sehen könnt. Ich hoffe, mein Kopf ist nicht die ganze Zeit im Bild. Das wäre natürlich nicht so schön. So, haben wir es schön draufgesteckt. So sind die Schrauben relativ fest. Das Ganze bleibt schon mal so. Können wir das von hinten auf das Mainboard stecken. So, zack, zack. So sieht das dann aus. Liegt hier schön auf. AMD haben wir hier stehen. Und dürfte nichts schief gehen. So. Dann habe ich ansonsten, wie gesagt, alles hier schon liegen, was wir brauchen. Als nächstes setze ich schon mal die CPU auf die Halterung. Gerade einmal gucken. Ohne dass die Birne im Bild ist. So, hier haben wir so vier Felder ohne Löcher. Die hätten wir hier auch, ohne Pins. Gucken wir, so rum gehört das Ding. Wir legen das da schön auf. Den Bügel wieder runter, CPU fest. Dann haben wir hier von, so rum haben wir es, so von Cooler Master die Wärmeleitpaste. Die trage ich gerade mal für euch auf. Also man sollte wahrscheinlich nicht das Ganze da drauf hauen. Ups, da haben wir schon relativ viel genommen. So, verteilen das mal so ein bisschen, ganz vorsichtig, damit wir keine Kratzer drauf machen. Bei zu viel soll ja auch nicht zu gut sein. So, ein bisschen verteilen. Schwupp, schwupp, schwupp. Decke wieder drauf. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann hätten wir als nächstes
diesen schönen Rahmen. Der glänzt so schön. Deswegen sage ich schön. Und unsere Kühleinheit. Den Lüfter habe ich vorweg auch schon einmal montiert. Ne? Weil wie man Lüfter montiert, ich glaube, das habt ihr alle schon gemacht oder schon mal gesehen. Kann man sich einfach vorstellen. 4 Schrauben, 4 Löcher, Schraube rein, festdrehen, passt. So. So sieht das Ganze aus. Kabel für den Anschluss. Das Ganze lege ich erst wieder an die Seite. Dann nehmen wir diesen Rahmen und setzen den auf die Pumpeneinheit, Kühlpumpeinheit, wie auch immer. So gehört das Ganze. Dann haben wir hier die Please Pell Off Folie. Die rupfen wir hier mal runter. Schwupp, habt ihr gesehen? Folie weg. Mit Folie ist wahrscheinlich schlecht, deswegen machen wir die runter. Damit auch die Übertragung der Wärme funktioniert. Das könnte es nachher auch ein bisschen stinken. So, dann drehe ich das Ganze wieder hier. Den silbernen Bügel habe ich ja schon draufgelegt. Und dann machen wir quasi die Hochzeit. Das ist aus diesem Winkel, in dem ich mich gerade befinde, ein bisschen schwer für mich zu sehen. Jetzt habe ich das Kabel mit drin. Das wollen wir ja nicht. So. Das Ganze sitzt da jetzt schön drauf. Dann haben wir Muttern quasi. Das Ganze ist ohne Werkzeug zu montieren, was natürlich auch sehr schön ist. Wie ihr gesehen habt, habe ich noch nichts gebraucht. Außer zum Entfernen der alten Befestigung musste ich einen Schraubenzieher benutzen, da da Kreuzschrauben drauf waren. So, ich versuche das mal. Ohne dass der Kopf im Bild ist. Ist natürlich schwer zu sagen, ob mein Kopf jetzt im Bild ist, weil ich kann oben nicht reingucken. So, schon mal nur leicht drauf. Locker anziehen. So. Und dann soll man das Ganze über Kreuz anziehen. Das heißt, wir fangen hier oben an, wandern dann zur Schraube Nummer 3 und dann machen wir das Ganze von der Schraube Nummer 4 zur Schraube Nummer 2. Das Ganze ein bisschen gerade ausrichten, damit das auch gerade drauf sitzt und die Kühlleistung auch so funktionieren kann. Wie gesagt, wir fangen bei Schraube 1 an, runter zur Schraube Nummer 3, dann gehen wir zur Schraube Nummer 4, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ziehen die Schraube Nummer 4 an und ziehen dann auch noch die Schraube Nummer 2 an. So, dann können wir nochmal kontrollieren, Schraube 1, Schraube 4, Schraube 3, Schraube 2. So, die hätten wir jetzt fest. Dann zeige ich euch noch, haben wir einmal das Kabel, den Stromanschluss für den Lüfter. Da hätten wir auf unserem Mainboard, ich versuche das Ganze mal so hochzuheben. So, haben wir hier diese weißen Pins, sage ich mal, beziehungsweise Anschlüsse sind dies. Wo zum Beispiel hier dann drauf steht CPU-Fan oder System-Fan. Und als CPU-Fan benutzen wir dann als erstes, würde ich schon mal sagen, nehmen wir den Anschluss der Pumpe und setzen den da schon mal drauf. Dann haben wir schon mal die Ansteuerung direkt. Das Kabel ein bisschen schlecht jetzt verlegt, aber ich denke, ihr wisst, wie ihr es machen müsst, damit das nicht so aussieht wie bei mir. So, und dann haben wir den, wie gesagt, den Anschluss vom Lüfter, den setzen wir dann auf den System-Fan-Anschluss. Damit hätten wir das Ganze also montiert. So einfach ist das. Ging ganz schnell. Sitz wackelt, passt, hat Luft. Also wackeln tut er nichts. Sitzt also wirklich fest. Dann sieht das Ganze so aus, in etwa. Wenn ich jetzt einen Case hier gerade stehen hätte, könnte ich euch die Montage ins Case auch noch zeigen. Aber das würde ich auch sagen, machen wir in dem nächsten Video, da ich noch einen Case hier habe, was ich für euch auspacken will. Nur weiß ich leider noch nicht, wie ich das genau mache. Weil in meiner Kammer ist ja schon begrenzt Platz, wie man das hier vielleicht auch erkennen kann. Auf jeden Fall hätten wir hier die Montage der Cooler Master V120, Sidon V120, Entschuldigung. So sieht das Ganze jedenfalls aus. Den Lüfter kann man dann mal schön im Gehäuse hinten an der Rückwand befestigen zum Beispiel. Oder oben, wie man das gerne möchte. Mit den Kabeln müsste man halt gucken, wie man da hinkommt. So ist das ein bisschen
bisschen locker, sieht ein bisschen komisch aus. Man könnte den anderen Weg gehen, wäre ein bisschen kürzer. Und ja, wie gesagt, ich habe euch hier montiert die Cooler Master Seidon 120V. Ging ganz schnell, ganz einfach eigentlich. Wenn man es das erste Mal gemacht hat, dann vergisst man nicht mehr, wie das in etwa funktioniert und man wird weiter sehr gut klarkommen, denke ich. Zu den Kühlleistungen kann ich jetzt noch nichts sagen, da ich hier einfach nur euch die Montage gezeigt habe. Oh, ich habe alles schön verschmiert mit der Wärmeleitpaste. Und ja, ich denke, das war's zu der Montage. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen und ich würde mich freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Timo von Timos Modding Chamber. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss.